Hallo und herzlich willkommen zurück zu Life Goes On. Sorry, dass so lange keine Folge mehr kam. Ach, guck mal. Das ist Monster. Das hat zwei Gründe. Erstens kam ich eine Weile nicht zum Aufnehmen und meine Folgen auf Vorrat... Ups. Meine Folgen auf Vorrat sind halt irgendwann auch begrenzt. Und zweitens habe ich meinen Computer neu aufgesetzt. Habe ich, glaube ich, in Gothic schon erwähnt. Das Problem dabei war, dass Life Goes On, obwohl ich die Spieldaten vorher gesichert und danach wieder hergestellt habe, meine Save Games vergessen hat. Was halt leider zur Folge hatte, dass ich jetzt alles bis hierhin wiederholen musste. So, gehen wir hoch. Reicht das? Nee. Das heißt, ich bin hier wieder an der richtigen Stelle. Kein Problem. Das ist der Level, der als nächstes käme. Aber was jetzt natürlich nicht da ist, sind die ganzen Achievements. Das heißt, ich bin jetzt von den Achievements her ein gutes Stück wieder hinten dran. So, wie komme ich jetzt da hoch? Ich glaube... So nicht. Sondern so. Ja. Gut. Das heißt, wenn ich jetzt ein paar Mal sterbe und irgendwelche neuen Achievements kommen, die ihr schon kennt, ja, das liegt daran, dass das Spiel quasi meine Save Games vergessen hat. So, brauche ich den Block hier überhaupt? Mal blöd gefragt. Da kann ich Feuer... Ne, da kann ich Stacheln ein- und ausfahren. Da kann ich Feuer ausmachen. Das Problem ist jetzt nur... Warte, was? Ich glaube, ich will den Block da reinbringen, ne? Auf den Schalter da unten. Da muss ich leider erstmal sterben. Was zur Hölle? Ich lasse mal die Stacheln ausgefahren. Man weiß ja nie. Vielleicht brauche ich die noch irgendwie. Zum Beispiel für sowas. Genau, ich könnte den Block da rein tun. Ich könnte mit dem Block aber auch dafür sorgen, dass... dass die Leiche von da oben wieder runterfällt, ne? Genau! Hey! Guck mal! Problem gelöst! Muss Mauer verschieben! Nein. Muss Level beenden! So sieht's aus. Und diesmal bin ich gerade mal 6-mal gestorben. Das ist nicht so viel. Immerhin wurde ich gefressen vom Monster. Das habe ich halt beim Nachstellen, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, nicht so oft, häufig gemacht. Weil ich halt eben doch mehr auf die Geschwindigkeit geguckt habe. Das ist nicht so gut. Das ist gut. Das ist nicht so gut. Ich meine, das ist schon okay. Aber ah, jetzt bin ich wieder draußen. Okay. Ach was, das ist ja lustig. Wie ich da ausgebrochen bin. Ist voll gut. Oh mein Gott, was ist das denn? Mal probieren. Das macht hier irgendwas? Ansonsten, keine Ahnung. Einmal sterben, bitte. Okay. Was muss ich denn hier tun? Ich muss da rechts unten oder links unten? Aber vermutlich alles aufmachen. Ich mache erstmal links unten alles auf. Und das Problem ist, wenn ich das mache, komme ich da nicht mehr runter. Also müsste ich... Ach so, warte mal. Ich kann ja wieder hoch. Guck mal. Wie gut ist das denn? Oder? Kann ich? Kann ich nicht? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Denn, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen geht das hier... Ja, okay, das geht genau dann zu, wenn ich... Okay, wenn ich das grüne Ding aktiviere. Okay, dann muss ich jetzt nachdenken. Also, ich will alle drei roten aktivieren. Und ich will dann von oben her da unten reinhüpfen. Dafür müsste ich mindestens das hier aktivieren. Und dann muss ich den hier noch verdrehen. Wie war das?
Genau, dafür darf ich aber nicht das untere nehmen, sondern genau das da kann ich nehmen, weil da war ich ja schon. So, jetzt will ich mit dem hier das da verdrehen. Ach nee, brauche ich gar nicht. So ein Blödsinn. Ich vermute mal, ich muss trotzdem alle irgendwie hinkriegen. Welches Feuer kann ich jetzt anmachen? Ich kann nicht ganz links durch, weil dann kann ich nicht mehr nach rechts durchlaufen. Ich darf erst nach ganz links. Warte mal, ich kann jetzt schon nicht mehr nach da irgendwie durch. Es sei denn, ich mache jetzt halt beide an. Dann probiere ich das mal. Wird ja schon irgendwie klappen, oder? Wenn ich jetzt nämlich so mache, dann kann ich immerhin hier hinten. Ach, hallo Jeff. Hab's. Okay. Ich muss gar nicht nach links. Ich muss gar nicht alle rechts oben anmachen. So ein Unsinn. Ich muss alle vier grünen anmachen. So sieht's nämlich aus. So, wie tue ich das? Ich muss trotzdem ja alle roten anmachen, ne? Eins nach dem anderen. Aber ich muss halt am Ende nicht nach links, sondern nach rechts durch. Das heißt, ich will am Ende, nehme ich mal an, hier durch das ganz rechte durch. Und dafür müsste ich nee, das geht doch gar nicht. Warte mal, hä? Also ich muss auf jeden Fall hier früher oder später durch, damit das Ding hier nach oben zeigt. Gut, jetzt kann ich den hier anmachen. Dieses Feuer. Denn da muss ich ja nicht mehr durch. So, jetzt würde ich gerne das ganz rechte Ding einmal hochdrehen. Genau. Und dann kann ich es auch anmachen. So nämlich. Genau. So ein Unsinn. Jetzt kann ich ja nicht mehr runterhüpfen. Ach, ich Depp. Ich muss natürlich erst durch, bevor ich es anmache. Nicht andersrum. Okay, nochmal von vorne. Das hat ja... was? Nee, das ist das Falsche. Nee, das ist das Falsche. Ich will zuerst hier durch, ne? Will ich das? Ich glaube schon. So, dann will ich hier hin. Dann kann ich... war das jetzt Blödsinn, was ich gemacht habe? Ich weiß es nicht. Jetzt kann ich nach links. Nur welches Feuer darf ich anmachen? Nicht das mittlere. Aber das obere irgendwie auch nicht. Ich habe mich ausgesperrt, ne? Jetzt hier oben durchgehe. Könnte ich hier runterhüpfen. Das bringt mir nichts. Ich könnte links runter, aber das bringt mir auch nichts. Was passiert jetzt hier? Ja, ich habe mich eingesperrt. Oh Mann! Ah! Was muss ich denn hier tun? Komm schon, ich muss alle vier grünen aktivieren. Welchen muss ich zuletzt aktivieren? Wenn ich den links hier angemacht habe, dann kann ich da rechts nicht mehr durch. Das heißt, ich muss den linken vor dem ganz rechten aktivieren. So, um ganz links durchzukommen, ist völlig egal, was ich woanders gemacht habe. Ich müsste nur vorher den zweiten von links aktivieren, damit ich unten durchlaufen kann. Nein. Hä, das geht doch gar nicht. Warte mal. Wie soll das funktionieren? Ich kann doch niemals nach rechts durchlaufen. Kann ich... nur mal kurzer Test... Ah, komm schon. Nur ein kurzer Test. Kann ich denn, wenn ich hier oben bin, hier wieder runter? Ja, kann ich, aber ich kann ja nicht... ja, gerade gesehen, ich kann ja nicht hier einfach durch, ne? Das sperrt mich wunderbar aus. Verdammte Axt! Verdammte Axt. Also ich muss den... Ich kann nicht alle... Was passiert denn? Ich kann doch nicht alle... Ich kann doch nicht alle grün aktivieren, oder? Wenn ich alle grün aktiviert habe, dann zeigt der hier nach unten. Ach so. Nee, so ein Unsinn. Okay. Ah, ich verstehe. Der Einzige, der nach unten zeigt, ist dieser Feuerspeier hier. Das heißt, ich kann auf gar keinen Fall als letztes hier ganz links runter. Und... gut, dann gehe ich mal hier zuerst runter.
Das Problem ist, jetzt muss ich ein Feuer anmachen. Ich nehme das mittlere. Das hier. Weil dann kann ich hier durch. Sehr gut, das war eh schon umsonst. Dann nehme ich jetzt das zweite von links. Aber damit das klappt, müsste ich... Ach, ich hab's schon wieder versaut. Ja. Okay, ich kann nicht zuerst ganz links durch. Da muss ich zuerst vielleicht ganz rechts durch, oder? Danach kann ich ganz links durch. Denn jetzt kann ich ja das hier anmachen. Ohne Probleme. Wenn ich danach dann nämlich hier runterhüpfe, ist das wieder aus dem Weg. So. Gut, hätten wir das. Als nächstes würde ich gerne... Pass auf. Ich kann dieses Feuer hier anmachen. Ja, da passiert überhaupt nichts. Das Problem ist nur, am Ende muss ich dann das Feuer da oben anmachen. Und wenn ich das da oben anmache und hier durch war, ist alles gut. Aber wenn ich das anmache und hier durch war, ist irgendwie auch alles gut, oder? Oder gehen die beide an? Ach, die gehen beide an, oder? Wenn die beiden angehen, ist es nicht gut. Dann will ich zuerst links durch. Und ich aktiviere welches Feuer? Das linke. Also das obere. Ne? So. Und dann habe ich gesagt, ich will links durch. Genau. Und jetzt hoffe ich mal, dass sie nicht beide angehen. Denn dann habe ich es verkackt. Ah, muss ich zuerst rechts durch? Muss ich zuerst rechts durch, hä? Okay, das Ganze nochmal. So, wo war ich durch? Ganz unten. Sorry, dass das gerade so lange dauert. So, das fährt jetzt aus dem Weg. Moment, wo will ich rein? Moment. Oben will ich durch. Denn das hier tut mir nicht weh. So, und jetzt will ich zuerst durch das rechte durch. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Und wenn ich jetzt das Feuer anmache, das letzte, und durch das letzte Grüne durchgehe, müsste sich der Weg zum Ende öffnen. Ja, und er öffnet sich. Oh Mann, was für ein Krampf. Aber ein sehr schönes Level. Doch, muss ich sagen. Komm ich da vorbei? Nein. Nein, das hat leider nicht geklappt. Immerhin, 15 Tote. Das hat sich doch gelohnt. Sehr schön. Das hat sich gelohnt. 15 Mal gestorben. Und fast 10 Minuten gebraucht. Oh mein Gott. Ich würde mal sagen, das reicht für heute, für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn der Level hoffentlich ein bisschen weniger anstrengend wird. Bis dahin, auf Wiedersehen.